alles gut. Kannst du ihm noch ein bisschen Traubenzucker bringen? Tief nach unten. Sehr schön. Ja, das ist gut. Immer schön ausstreichen, ganz ruhige Bewegung. Ja. So ist gut. Ja. Ganz ruhige Bewegung. Jetzt ist es da. Komm her, euer Baby ist da. So, das ist schön. Schön. Wir haben es geschafft. Sesha, kommst du? Darauf aufmerksam, dass ich Sie das nächste Mal nach 15 Minuten vorführen lasse. Ich hatte eine Geburt, Entschuldigung. In der Sache gegen Hartl wegen schwerer Körperverletzung bitte alle Beteiligten in den Saal B 166 eintreten. Ich eröffne jetzt die Hauptverhandlung. Anwesend sind die Angeklagte Emma Hartl, geboren am 25.03.1971 in Begleitung ihrer Verteidigerin Frau Dr. Will. Die Nebenkläger Sesha und Peter Hauf in Begleitung ihres Rechtsbeistandes Herrn Dr. Scherer. Ich weise Sie darauf hin, dass Sie als Nebenkläger grundsätzlich das Recht haben, während der gesamten Verhandlung anwesend zu sein, was aber Auswirkungen auf den Beweiswert Ihrer Zeugenaussage haben kann. Sie bleiben. Gut. Dann bitte ich alle Zeugen, die jetzt noch anwesend sind, den Saal zu verlassen. Und Sie können jetzt Ihre Anklage vortragen, Herr Staatsanwalt. Hey, hallo. Schön, dass Sie da sind. Peter, ja, hallo. Hallo. Die Dame des Hauses. Danke. Hi. Hi, hallo. Was mit? Oh, das ist nett. Danke. Komm bitte rein. Herzlich willkommen. Guten Abend. Das ist Kurt, mein Mann. Er ist Hörgeräteakustiker, also falls Sie Maus brauchen. Ja, man weiß ja nie. Guten Abend. Guten Abend. Gnädige Frau, ich habe schon viel von Ihnen gehört, besonders von Ihren Kochkünsten. Nein, heute hat meine Schwiegertochter gekocht. Ich durfte erst jetzt rüberkommen. Oh, ja. Mama, du hattest keine Zeit. Ich hätte sie mir genommen. Was gibt's? Ein Linsencurry? Couscous? Erfenreich. Kann noch mehr. Emma, schön, dass du da bist. Liest uns was vor. Du setzt uns das Bett vor. Nein, nein, das macht Juana. Na, das mache ich sehr gerne. Schnell los. Moment mal. Das dauert höchstens 2 Stunden. Er ist nicht mal übertrieben. Mama schläft sie sogar bei den Kindern ein. Haben Sie wenigstens einen ruhigen Abend? Naja, bis ich sie dann rübertragen darf ins Schlafzimmer. Darf ich Ihnen was anbieten? Gern. Also Emma schläft immer im Arbeitszimmer ein. Aber ich trage sie nicht rüber. Ich weck sie einfach.
ins Häuschen. Wo wird es wohl rasten? In Tamina ihrem Kaffee. Na, meine Rose, komm. Nee, lass mich mal. Mama hat Babys im Bauch. Ja, und ein sagt vielleicht gerade was. Hallo? Ist da meine große Schwester? Als boxt gerade. Oh. Guten Nacht, Maus. Komm, Süße, ab ins Bett mit dir. Ja. Ab unter die Decke. Schlaf gut. Mach die Augen zu. Gute Nacht. Emma, die Kinder wollen unbedingt dabei sein bei der Geburt. Ich erwähne keine Zwillinge, Sisha, das weißt du. Und ich gehe nicht ins Krankenhaus, das weißt du. Dann mache ich halt eine Alleingeburt. Mama? Ja? Noch was vorsehen. Na gut. Oder ich komme mit Presswehen, dann kannst du mich nicht wegschicken. Wenn die Kinder schlafen ein, wachen auf die Sterne und es steigen Engelein nieder aus der Ferne. Frau Hartl, Sie haben gehört, was Ihnen vorgeworfen wird. Ja. Es steht Ihnen frei, selbst Angaben zu machen oder sich über Ihre Verteidigerin einzulassen oder zu schweigen. Ich möchte aussagen. Gut. Sie arbeiten als freiberufliche Hebamme im Geburtshaus. Ja, ich habe das Geburtshaus vor 17 Jahren gegründet. Wie viele Geburten haben Sie seitdem begleitet? An die 600. Und wie viele Komplikationen gab es in dieser Zeit? Ein paar Lageranomalien, kleinere Anpassungsstörungen, nichts Außergewöhnliches. Wir haben am Risikenkatalog der Ärzte für außerklinische Geburten mitgearbeitet. Wir hatten uns streng an die Vorgaben, deswegen gab es auch... Herr Staatsanwalt? Ich habe dazu gleich eine Frage an die Angeklagte. Meine Mandantin sollte ihre Ausführungen zuerst zu Ende bringen können. Bitte. Der Risikenkatalog ist für uns verbindlich. Es gibt ganz klare Ausschlusskriterien, deswegen gab es auch keine Komplikationen. Das war's? Ja. Ihre Frage, Herr Staatsanwalt. Das ist der Bericht über eine junge Erstgebärende. Danke. Die Sie nach dem Blasensprung 30 Stunden ohne Wehen liegen ließen? Sie bekamen Rizinusöl, Mandelmus, Aprikosensaft, ein paar Tropfen Eisenkrautöl und einen kleinen Schnaps? Ja, das ist ein Wehencocktail, der die Bauchmuskulatur anregt. Das ist ganz normaler Standard und sehr wirksam. Bei dieser Frau offensichtlich nicht. Sie musste dann doch ins Krankenhaus. Entschuldigung, würden Sie mir freundlicherweise den Namen der Frau sagen? Ich kann mich nicht an jede Geburt erinnern. Laura König. Sie kann sich sehr gut an sie erinnern. Ja, dann weiß sie ja sicher noch, dass wir sie in Ruhe verlegt haben und alles war gut. Mit solchen Entzündungswerten im Blut? Das nennen Sie gut? Soweit ich mich erinnere, war der CRP leicht erhöht, aber wir haben ihn ständig überprüft. 30 Stunden, Frau Vorsitzende, mit Rizinusöl und Mandelmus. Im Krankenhaus wird bei solchen Werten mit einer Antibiose begonnen und die Geburt eingeleitet. Das ist allgemeiner Standard. Ich bitte Sie, Zahlangaben sagen doch nichts aus über die Schwere einer Geburt. Also in dem Fall war die Dauer schon. Aber es ist nicht grundsätzlich besser, wenn Geburten schnell Frau verlaufen. Frau Rechtsanwältin, lassen Sie Dr. Bauer jetzt doch auch seine Befragung zu Ende führen. Bitte. Danke. Eine andere Patientin, Elena Wienert, ließen Sie 16 Stunden lang liegen. Ebenfalls mit deutlichem Geburtsstillstand. Sie sollte zwischendurch Mandalas ausmalen, bevor sie endlich im Krankenhaus einen Kaiserschnitt bekam? Das Kind ist nach der Eröffnungsphase nicht richtig ins Becken gekommen. Es war sehr schwer. Der Kopfumfang war sehr groß, ich glaube 39 cm. Ach, das wussten Sie vorher nicht? Doch. Aber die Frau hatte bereits zweimal bei uns im Geburtshaus entbunden und gut geboren. Und nun war sie von einem anderen Partner schwanger, der sehr groß war. Und sie wollte trotzdem zu uns. Und Sie haben ihr nicht abgeraten? Nein, dafür gab es keinen Grund. Das sind ganz normale Vorgänge, die ständig passieren. Na, dann wundert's mich nicht, dass Sie in all den Jahren keine Komplikationen hatten. Danke. Ursulärin hat drin berichten. Ich meine, das ist absurd. Wofür muss ich mich denn überhaupt rechtfertigen? Was wirft denn der mir alles vor? Du, das ist sein Job. Der kann nicht mit dir plaudern. Mach dir doch keine Sorgen. Die Dr. Will, die lässt sich doch überhaupt nichts gefallen. Ja, die ist gut. Ja. Ich hol uns was zu trinken, okay? Kleinen Schnaps. Kleinen Schnaps. Bitte, gut. Ja. Ich glaube, rein. Was macht denn?
zu laut, oder? Du, ich brauch die morgen. Und wenn ich tagsüber bei dir bin. Dank dir. Alles in Ordnung? Ja, ja. Und jetzt kommt wieder eine Welle. Keine Wehe. Denkt an die Welle, wie im Ozean. Ja, das entspannt die Gebärmuskulatur. Denkt nicht an Pressen. Denkt an Loslassen. Das Baby rausatmen. So, erst durch die Nase ein, den Bauch richtig aufblasen. Ja, jeder in seinem Rhythmus. Gut. Gut, gut. Und dann nach unten aus, durch den Geburtskanal öffnen, 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 wie eine Rose. Gut. Dankeschön. Nächstes Wochenende üben wir das wieder mit den Partnern. Dann lernt ihr auch die Handschuhanästhesie. An dieser Stelle lacht jeder, aber die gibt es wirklich. Emma? Ja? Von der Versicherung. Die haben die Haftpflicht schon wieder erhöht. Um 23%. Die verarschen uns. Die verarschen uns doch. Wir arbeiten für 8,50 die Stunde und es passiert nichts. Es muss so bald eine Vereinbarung geben, dass die Beiträge nicht mehr steigen. Bin fertig, du auch? Ich komme gleich, sehe ich. Alles klar. Du rechnest nicht mal die Partnergebühren ab, wenn die Kasse sie nicht übernimmt. Was hat das jetzt damit zu tun? Dass wir es uns nicht mehr leisten können, Emma. Wir sind ja dran im Verband. Ich muss los. Tschüss. Es wird immer schlimmer mit ihr. Aber wenn sie sich genauso verhält. Sicher? Natur könnte ich mir vorstellen, weißt du? So ein saftiges Grün, Bäume, Äffchen, Babys, hm? Ja. Ciao. Tschüss, ihr zwei. Wie ein Urwald. Ist doch perfekt für Schwangerschaftsgymnastik. Meine Mutter hat mich im Urwald geboren. Ich denke, du bist in Goa geboren. Ja, am Strand, zwischen Wellen und Urwald. Okay. Und den Eingang mache ich auch noch schöner, vielleicht als Sonnentor? Nein, sicher bitte das nicht. Wir brauchen verschiedene Grüntöne, ganz, ganz unterschiedlich. Wir brauchen was, was man Zeichenkohle. Ja, auf jeden Fall. Wir dürfen die nicht vergessen. Was mit denn? Okay. Ja, gelb. Ja. Ja? Bin gleich bei dir. Ja. Hat sie denn getrunken? Sie will. Und dann dreht sie jedes Mal den Kopf zur Seite und schreit. Und ich wickel sie, ich trage sie rum. Ich weiß auch nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich kann sie an die Wand klatschen, wirklich. Mach mir mal die Tür auf. Was? Mach mir mal die Balkontür auf. Schau, die Babys können nicht trinken vor lauter Schreien. Sie haben aber Hunger, dann schreien sie immer mehr und dann können sie wieder nicht trinken. Das musst du unterbrechen. Hm? Ist jetzt gut? Ja, und jetzt? Und jetzt ist die Welt wieder gut. Du willst so lachen. In ihrem Flyer nennen sie Hebammen wie früher Nachtfrauen, weil die Kinder meistens in der Nacht kommen, wenn die Geburt nicht manipuliert wird. Ja. Ist diese ständige Verfügbarkeit nicht anstrengend? Nein, das gehört dazu. Wenn Sie also oft übermüdet waren. Ich war nicht oft übermüdet. Kann es ich war nicht sein, oft dass übermüdet. Sie sich vielleicht nicht mehr auf jeden einzelnen Fall so konzentrieren konnten, wie es nötig gewesen wäre? Dass Sie vielleicht glaubten, es geht schon irgendwie. Die Natur wird es richten. Herr Kollege, wenn Sie keine Behauptungen aufstellen, sondern richtige Fragen stellen, kann meine Mandantin Sie auch beantworten. Beschränken Sie sich bitte auf konkrete Fragen, Herr Rechtsanwalt. Ja. Dann frage ich Sie nach Andrea Posch. Sie hat unter den Wehenschmerzen gelitten wie noch nie und verlangte dringend eine Periduralanästhesie. Trotzdem wurde sie nicht umgehend ins Krankenhaus gebracht. Wir machen keine PDA im Geburtshaus. Frau Posch wusste das. Sie kam nicht aus Überzeugung zu uns, sondern weil Geburtshäuser gerade in waren. Wir haben sie aber in Ruhe verlegt und im Wochenbett waren wieder alle sehr zufrieden. Also war die Frau schuld, dass es nicht geklappt hat? Schuld, ne? Sie hat vielleicht nicht verstanden, worauf sie sich einlässt, dass ein Geburtshaus ein sehr besonderer Ort ist. Wie soll eine Frau das wissen bei ihrem ersten Kind? Sie kommt zu Ihnen. Sie sind verantwortlich, nicht die Frau. Genauso wie in der Nacht vom 3. auf den 4. September. Sie
waren verantwortlich für das, was geschah. Das sieht alles sehr schön aus. Gut. Und die Windel klappt ihr mir bitte immer so um, dass der Nabel schön austrocknen kann, ja? So. Ja. So ein schönes Kind habt ihr. Geh schlafen, Emma. Gleich. Es war alles gut, was du gesagt hast. Sesha muss mir recht geben. Ja. In München ist letztes Jahr eine Hebamme zu 10 Monaten Haft verurteilt worden. Dein Fall ist sicher anders. Ach, übrigens, unsere Tochter hat angerufen. Geht's ihr gut? Ja. Sie wünscht dir Glück. Danke. Gut. Können Sie sich dann wenigstens daran erinnern, seit wann Sie dieses Geburtshaus kennen? Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie als Zeugin zur Aussage verpflichtet sind. Seit 4 Jahren. Ich habe meine zweite Tochter dort auf die Welt gebracht. Und wo haben Sie Ihr erstes Kind bekommen? In einem Krankenhaus. Der Arzt hat mich sehr verletzt. Mit der Dammschere. Er hat 2-mal tief geschnitten. Die Sauglocke hat mich fast. Es war. Und im Geburtshaus waren Sie zufrieden? Es war wunderschön. Sie sind dort quasi ein- und ausgegangen, haben sich mit Frau Hartl angefreundet. Haben Sie mit ihr über eine mögliche Zwillingsgeburt im Geburtshaus gesprochen? Was geschah in dieser Nacht vom 3. auf den 4. September? Frau Hauff. Ich erinnere mich nicht mehr. Sie und Ihr Mann haben zu Protokoll gegeben, dass Frau Hartl und Sie gleichzeitig ins Geburtshaus gefahren sind. Ist das richtig? Wo haben Sie denn Ihre Kinder hingegeben, wenn Ihr Mann nicht zu Hause war? Ich weiß es nicht mehr. Aber dass Sie hier als Nebenklägerin auftreten, das wissen Sie schon noch, oder? Frau Vorsitzende, Frau Hauff ist in einem emotionalen Ausnahmezustand. Es wäre besser, die Befragung auszusetzen. Frau Vorsitzende, auch meine Mandantin muss Fragen beantworten, obwohl sie emotional sehr belastet ist. Können Sie nun aussagen? Das kannst du nicht machen, Sesha. Nicht. Also, dann können Sie jetzt gehen. Dann kann man schon mal die Zeugin Doris Hauff in den Zeugenstand rufen. Frau Hauff, Sie können jetzt gehen. In der Strafsache gegen Hartl, die Zeugin Doris Hauff in den Saal eintreten.
Köhler in der Strafsache gegen Akgül. Das ist ein Gebärseil zum Entspannen. So etwas hing früher in den Bauernhäusern neben dem Ehebett. Ja. Mhm. So. Wollen Sie es mal ausprobieren? Ich? Ja, warum nicht? Okay, mach ich mal. Und? So. Und das ist ein Geburtshocker. Ich zeige Ihnen das mal kurz. Das stabilisiert den Rumpf und unten kann die Muskulatur ausweichen. Dadurch gibt es weniger Verletzungen. Wollen Sie mal? Gib's mir einmal die Grün. Nee, das ist schon. Ich finde, das sieht super aus. Vielleicht sollte ich wieder als Straßenmalerin anfangen. Nein, mit deinem Talent musst du schauen, ob du auf eine Kunsthochschule kommst oder eine Akademie oder so. Ja, erst bringen wir beide die Zwillinge auf die Welt und dann melde ich mich an. Nein, nicht mit mir. Komm mal runter. Sicher, ich bin ein bisschen früher. Sag mal, was machst du denn da oben? Komm runter, das ist gefährlich. Hallo. Hallo, Emma. Vorsicht. Und, gefällt's dir? Schön. Wenn Peter schön sagt, dann ist er begeistert. Nein, ich find's wirklich schön. Ich kann doch nicht mehr. Ich weiß. Emma hat uns heute zum Abendessen eingeladen. Ja, wir sind aber mit Walter und Katja verabredet. Ach so. Naja, vielleicht gehe ich einfach ich alleine hin. Nee, schon gut. Ich muss mit Walter sowieso noch was Geschäftliches besprechen. Gut, dann komme ich um 8. Okay. Mit der Sicherheit? Naja, dafür gibt es Studien. Frauen brauchen zum Beispiel im Geburtshaus weniger Schmerzmittel. Es gibt weniger Komplikationen, weniger Infektionen, kein Krankenhauskeim. Und die Skizze? In der Klinik haben sie uns andere Zahlen genannt. Dort wird aber auch jedes dritte Kind per Kaiserschnitt geboren. Einige Babys werden sogar zu früh geholt und dann in die lukrativen Brutkästen gesteckt. Ich meine, diese Zahlen hören Sie dort natürlich nicht, klar. Aber lesen Sie sich das einfach noch mal durch und machen Sie sich Gedanken. Ich möchte das nicht. Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Das stimmt. Warum soll ich es dann nicht sagen? Nein, es stimmt nicht. Es sind Einzelfälle. Das ist Panikmache. Soll ich Ihnen also lieber das Krankenhaus empfehlen? Siehst du dir ab und zu unsere Bilanz an? Ja, was glaubst du, was ich abends mit Ursel mache? Ach ja, dann frag Ursel mal, ob es ihr Spaß macht, Tag und Nacht zu arbeiten, nichts dafür zu bekommen. Frag sie. So habe ich das nicht gesagt, Anja. Da eine Salbe umsonst. Die Frauen wollen ein Ultraschallgerät. Bitte sehr. Wir dürfen zwar nicht abrechnen, aber bitteschön. Du kannst überhaupt nicht mehr Nein sagen, Emma. Du willst nur noch bewundert werden, was du alles tust. Du weißt, was es reicht jetzt. Wenn dir hier gar nichts mehr passt, dann müssen wir nach einer Lösung suchen. Aber so geht's nicht weiter. Ja, genau. Was ist jetzt mit der Versicherung? Die suchen mit den Krankenkassen nach einer Lösung. Und es stimmt jetzt, oder wie? Sonst gibt's bald eben keine Hebammen mehr. Suchen wir uns doch alle was anderes. Wir sind müde. Lass uns morgen miteinander reden, bitte. Er schaut mich. Nur zwei Züge. Ich meine, wir sind alle nervös deswegen, aber sie tut so, als ob ich schuld wäre. Sie ist eifersüchtig. Viele Frauen wollen zu dir. Das kann sie nicht gut haben. Naja, ich mach das ja auch schon ein paar Jährchen länger. Ich rauche jetzt auch eine. Bist du wahnsinnig? Du glaubst wirklich alles. Früher haben wir die mal selbst gedreht. Mit Zeitungspapier und Spucke. Ich kann mir dich immer noch nicht vorstellen mit 16 auf der Straße. Es war besser als im Heim. Hat deine Mutter eigentlich geantwortet? Ja. Sie kann nicht kommen. Sie ist jetzt wieder irgendwo in Burma oder Vietnam oder egal. Wo ist jetzt deine eigene Familie? Vielleicht besuche ich sie irgendwann mit den Kindern. Erlaubt Peter das denn? Natürlich. Ja. Er ist wunderbar zu mir, auch wenn du das nicht glaubst. Doch, natürlich glaube ich das. Ich meine, man muss das natürlich mögen, dass jemand ständig nach einem schaut und einen fragt, wie es einem geht und was man gerade so macht. Hey! Geht's euch gut? Alles in Ordnung bei euch? Alles gut, cool. Danke, wir kommen gleich. Gut. Das nächste Mal mache ich den Lachs wieder in Alufolie. Die Pergament war mir zu trocken. Kurt? Ich überlege, ob ich mich ab Juli jetzt nur noch quartalsmäßig versichere. Also 3 Monate mit Geburt und Vollversicherung und 3 Monate ohne. Nur Vor- und Nachsorge wäre billiger. Du kannst doch keine Frau ablehnen, nur weil du nicht versichert bist. Wieso? Machen viele. Oder sie hören ganz auf. Kannst du gar nicht. Du nicht.
Nur 6.200 Euro im Jahr? Ja. Na, du hörst sofort auf. Was? Pass auf. Ich bring dir richtig Kochen bei, du lernst backen, nähen. Wir kaufen endlich das Wohnmobil und dann machen wir unsere Reisen. Und du verwöhnst nur noch mich statt deine Frauen! Auf mit den blöden Witzen! Das war kein Witz. Willst du Wein? Ja, gern. Sie kennen die Angeklagte gut. Was war Ihr Eindruck von Frau Hartl? Sie ist sicher eine gute Hebamme. Aber sie hat sich nach und nach für unfehlbar gehalten. Wurde in Ihrer Familie über die Entbindung der Zwillinge gesprochen? Die natürlich, und wir waren uns alle einig, dass nur eine Klinik in Frage kommt. Und was ist Ihrer Meinung nach dann passiert? Frau Hartl hatte finanzielle Probleme. Es kann sein, dass sich eine Zwillingsgeburt gut abrechnen lässt. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Frau Hartl, Sie sind... Entschuldigung, aber das ist eine Beleidigung. Aber Frau Hartl, bitte. Frau Hauff mochte unser enges Verhältnis nicht. Sicher, ich bitte dich, Sie sind jetzt nicht dran, sonst müssen Sie den Raum verlassen. Frau Hartl hat Schwierigkeiten, andere Meinungen zu akzeptieren. Die weise Frau, das Image ist ihr wichtig. Frauen, die einen Kaiserschnitt wollen, bezeichnet sie als too posh, too push, also zu fein zum Pressen. Und mir hat sie einmal gesagt, alle Schnittkinder hätten einen psychischen Knacks. Ich rüge diese Aussage. Sie ist nicht für die Sache bedeutsam und daher nicht zulässig. Es geht um die grundsätzliche Haltung der Angeklagten zur Sekte. Und natürlich ist das von Bedeutung, auch für die Schöffen. Bitte fahren Sie fort. Ein mir bekannter Gynäkologe hat ja mal angeboten, in seiner Station als Beleghebamme zu arbeiten. Aber sie hat abgelehnt, weil sie sich nicht an die Klinikregeln halten wollte. Sie beharrte auf ihrer Vorstellung einer natürlichen Geburt. Und das wird so weitergehen, wenn man nichts dagegen unternimmt. Und woher wollen Sie das alles so genau wissen? Als das männliche Neugeborene um 3.30 Uhr zu uns auf die Intensivstation kam, hatte es massiv erhöhte Protein-S100-Werte. Das spricht für eine ausgedehnte Hirnschädigung und damit für eine längere Sauerstoffunterversorgungszeit. Was an der abgedrückten Nabelschnur lag, wie Sie sagen? Ja, es kommt schon nach 1 bis 3 Minuten zu einem deutlichen Herzfrequenzabfall mit darauffolgender Gewebsunterversorgung. Und das kann nicht auch erst später passiert sein, während des Transports zum Beispiel? Typischerweise finden plötzliche Lageveränderungen des Kindes nach dem Blasensprung statt. Typischerweise oder immer? Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel... Also nicht immer. Nun haben es ja die Rettungskräfte verabsäumt, die Herzfrequenz des Kindes zu überprüfen. Das ist kein Fehler. Die Frau musste so schnell wie möglich verlegt werden. Aber deswegen gibt es keinen Beweis dafür, wann genau die Unterversorgung begann. Vielleicht lag sie gar nicht mehr in der Verantwortung meiner Mandantin und das Kind wäre völlig gesund, wenn die Sanitäter schneller gehandelt hätten. Frau Dr. Will, das Kind hat keine Saug- und Schluckreflexe, einen erhöhten Muskeltonus, eine beidseitige Stimmbandlähmung. Und Sie? Sie wollen die Sanitäter dafür verantwortlich machen, weil Sie die Gebärende endlich ins Krankenhaus brachten? Ich kenne den Befund, Herr Kollege. Sie müssen sich nicht wiederholen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir sind da! Hallo! Hallo! Hallo, mein Schatz! Hallo, Mama! Wie geht's dir? Gut, dir? Auch! Hallo! Hallo! Und wie war's heute noch? Naja, die Neonatologin hat ausgesagt, das war... Können wir später. Wollt ihr was essen? Ah, nee, du, wir haben uns am Bahnhof schon was geholt. Wir hatten so einen Hunger. Gut, siehst du aus. Naja, hab ich schon wieder zugenommen. Ja? Wo denn? Sieht man nicht. Und wie läuft dein Physikum? Ich muss ja erst noch den Anatomieschein machen, Mama. Stimmt. Die Tüte hast du mitgenommen, Papa? Ja, steht hier. Ist gut. Einmal kam eine junge Polin zu uns, ohne Versicherungskarte.
Emma hat ihr Tees gegeben, akupunktiert. Und wir haben wieder nichts dafür bekommen, was klar war. Das hat sie auch alles allein entschieden. Sie hatte ja alles im Griff. Hatten Sie den Eindruck, dass die Angeklagte ihre Grenzen nicht kannte? Ja, ich meine, sie hat alle genommen. Sie macht das, um vor anderen gut dazustehen. Es ist wie ein Zwang. Deswegen engagiert sie sich auch so in unserem Verband. Frau Behringer, wir haben nun Ihre Geschichte gehört. Danke. Können Sie sich auch noch an eine junge Frau erinnern? Stella? Sie kam unangemeldet, weil sie im Krankenhaus nicht anonym entbinden durfte. Ich weiß. Nach der Geburt schrieb Stella einen Brief für das Kind, den Frau Hartl auf Wunsch der Mutter bei einem Anwalt hinterlegte. Sie kaufte ihr auch eine Fahrkarte, brachte sie zum Bahnhof. Glauben Sie, das Baby beruhigt sich heute noch? Wenn sie dann vielleicht... Danke. Entschuldigung. Nun, wie gesagt, sie kaufte eine Fahrkarte, brachte sie zum Bahnhof. Was glauben Sie? Wollte sie da auch nur gut dastehen oder war das doch eher Menschlichkeit? Für diese Geburt haben wir auch nichts bekommen. Für mich ist das Egoismus auf unsere Kosten. Wir haben nie was davon gehabt. Ihnen geht es also hauptsächlich ums Geld, wenn ich Sie richtig verstehe. Das ist ja legitim. Hätten Sie da nicht vielleicht einen anderen Beruf wählen sollen? Frau Kollegin, nicht solche Äußerungen. Oder bitte. Um Rache, weil Frau Hartl sich vor einiger Zeit von Ihnen getrennt hat? Frau Dr. Will! Ich muss diese Fragen stellen. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Zeugin. Dann fragen Sie anders, dann gibt's auch keine Beanstandungen. Ist schon okay, es macht mir nichts. Danke. Aber überlassen Sie die Beurteilungen bitte uns. Es tut mir leid, Emma, aber ich muss es so sagen. Das ist wirklich immer nur an dich gedacht, wie du da stehst. Auch die Freundschaft zu Seisha, zu Frau Hauf war so. Emma brauchte einen Tochterersatz, weil sie zu ihrer eigenen keine Beziehung hat. Sie war ja immer für andere da. Deswegen hat sie es genossen, von dieser jungen Frau so bewundert zu werden. Gut. Noch Fragen? Nein. Sie hatten Auslagen, Fahrtkosten. Kriegen Sie ein Formular von mir. Danke. Damita, bitte gib mir mal den Rock. Ich kann nicht so schnell. Das ist gemein. Komm uns doch zu Eierloch. Komm uns doch zu Eierloch. Das heißt Eierloch, du kleine Null. So, Kinder, hopp. Wir müssen zur Oma. Ich kann nicht mehr. Die geben mir den Rock. Du sollst dich doch ein bisschen schonen, Mensch. Komm, komm. Ich bin komm, schwanger komm. Und nicht krank. Das sagte Emma. Ja, Emma ist da ein bisschen lax, finde ich. Oder? Komm, komm, Kinder, jetzt. Hopp, rein. Rein. Los, komm. Nein. Jetzt ausziehen. Komm, ausziehen. Das Kleid braucht die Mama. Ausziehen. So. Mama, weißt du eigentlich, was ein Eierloch ist? Nö. Wieso weißt du das nicht? Das weiß doch jedes Kind. Keine Ahnung, ein Hühnerpopo vielleicht? Papa, Hühnerpopo. Das ist doch das Loch im Ei, wo das Baby rauskommt. Siehst du, der Papa hat wirklich keine Ahnung. Nee, ich bin wirklich nicht so klug wie eure schöne Mami. Aber dafür bin ich bärenstark. So, und jetzt geht's zu Oma, los. Hopp. Oh. Bussi. Hallo. Jetzt weiß ich, was ein Eierloch ist. Wenn man in ein Loch fällt und schreit, Eierloch. Davon, Mama. Was, Oma? Mama, du? Wo spürst du es denn am meisten? Mama. Das wird so ein Junge, wird das wohl? Ein Junge. Doch, guck mal. Und da ist das Köpfchen. Da ist es, Mama. Jetzt du? Oh, jetzt hast du mir das weggerupft. Willst du? Ja, das war das Mädchen. Und da ist der Junge. Ja, der Kopf. Das Herz. Hier ein Ärmchen. Hat er schon einen Namen? Nunio und Sicheli. Ach, schön. Oder Hanna und Alexander, da reden wir noch. Ja, die Kinder sind gut entwickelt. Ich denke, nächste Woche leiten wir die Geburt ein. Der Entbindungstermin ist doch erst in 3 Wochen. Ja, aber der Platz wird immer enger. Und die Gebärmutter wird sehr stark überdehnt. Wir entbinden viele Zwillinge. Und die Frauen wollen das auch. Es ist wirklich besser. Ich will keinen Kaiserschnitt. Natürlich. Wir versuchen das auf jeden Fall. Wenn es aber doch einer werden sollte, können Sie sogar zuschauen. Wir nehmen das OP-Tuch weg und Sie haben freie Sicht auf die Babys. Sie dürfen sogar mitpressen. Kaisergeburt, sag ich immer. Bitte. Ich müsste heute noch mal für 2 Tage auf Dienstreise. Geht das in Ordnung? Das sehe ich kein Problem. Wollen wir gleich einen Termin ausmachen? Ja. 9. September. 9.9., das wäre doch ein schönes Datum.
Ja, das können wir ja noch mal besprechen. Wir sehen uns ja am Montag zur Kontrolle. Wie geht's Ihrer Mutter? Na, danke, gut. Sie ist beschäftigt wie immer. Im Moment bereitet sie gerade ihre Kampf dem Brustkrebskampagne vor. Da kriegen Sie bestimmt einen Einwand. Grüßen Sie sie von mir. Ich verstehe dich ja. Aber wenn es besser ist für dich, ja, hast doch gesagt, dass es besser ist. Kaisergeburt, das ist schrecklich. Du musst das nicht machen. Es ist nur ein Angebot dieser Klinik. Dann sehe ich da unten die offene Wunde. Nein, da ist so dein Bauch davor. Und wenn, dann decken die bestimmt zu. Aber warum kann ich nicht meine Kinder kriegen, wann sie kommen und wie sie kommen? Ich halte das nicht noch mal aus. Das liebe ich da mal aufschneiden. Das stehe ich nicht durch. Lisa, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Arzt. Ich verspreche dir, der macht nichts, was du nicht willst. Vertrau ihm. Bitte, Lisa. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, Mensch, ich hab's völlig vergessen, Tintin. Es tut mir furchtbar leid. Entschuldige bitte. Ja, aber ich brauch das Auto morgen früh. Ich hab gesagt, dass ich auch eins organisiere. Du, ich hab zwei neue Frauen. Ich muss morgen... Vor einer Woche hast du noch gesagt, dass du mir hilfst. Pass auf, Schatz. Ich frag den Papa, wenn ich nach Hause komme, okay? Wann ist das? Mitternacht. Nein, bald, wenn nichts dazwischen kommt. Ich versprech's dir. Ja, klar. Hätte mich auch gewundert. Hallo. Hi. Du, Christina hat mich gerade angerufen. Kannst ja, wir haben schon telefoniert. Es tut mir leid, ich habe völlig verschwitzt. Ist schon gut. Ich fahre zu ihr. Entschuldige, Kurt. Sesha, hallo? Hallo, Emma. Du, kann ich dich zurückrufen? Kurt muss nach Hamburg. Unsere Tochter zieht dann morgen eine neue WG. Ja, klar. Ist alles in Ordnung? Wir waren heute Vormittag beim Professor. Ich soll nächste Woche zur Geburt kommen. Warum? Weiß ich nicht. Die machen das halt so, sagt er. Bei Zwillingen. Die Geburt einleiten. Ich habe so ein Ziehen im Bauch, weil ich mich so aufgeregt habe. Und was sagt Peter dazu? Er muss für ein paar Tage weg. Er findet das okay. Du, ich kenne den Arzt. Der ist wirklich ganz gut. Deswegen, also, warte mal ganz kurz. Kurt! Wann kommst du wieder? Weiß ich nicht. Ich rufe dich an. Was ist denn los? Nichts. Ich rufe dich zurück. Kurt! Están en mi cama. Sí, pero ¿a dónde vas? Luego en seguramente. Sesha? Emma, ich hab wehen. Ich steig jetzt ins Taxi. Du musst den Rettungswagen rufen, Sesha. Ich bin in 15 Minuten am Geburtshaus, nein, bitte. Bitte hilf mir. Nein, wir müssen die Klinik informieren. Ich gehe jetzt raus. Bitte. Komm. Sesha. Scheiße.
Brüssel. Komm ins Geburtshaus, ich brauch dich. Schnell. Was machst denn du für Sachen? Ich spüre sie schon. Die wollen raus jetzt. Okay. Ah. Gut, halt dich an mir fest. Gut. Bist du ins Hochwasser gekommen? Ja. Okay. Ich nehme dich so. Das Licht anmachen. Gib mir deine Hand wieder. Gerne. Und du hast ganz lieb. Geh mal zum Bett. Also, ich will stehen. Da kannst du dich abstützen. Das ist stabil. So, jetzt stellst du dich hier hin. Da ist jetzt alles, ne? Das ist die zweite Fruchtblase geplatzt. Sesha, wir müssen. Was? Hör mir zu, wir müssen den Rettungswagen Was? Rufen. Nein, nein. Hör mir zu, Liebe, wir müssen den Rettungswagen rufen. Dein Emma, Baby, bitte nicht, bitte hör nicht, mir bitte. Zu, dein Baby liegt quer. Wir können das hier nicht machen. Es schaut nur ein Ärmchen raus. Das kann so nicht zur Welt kommen. Wir müssen dringend den Rettungswagen rufen. Ganz ruhig. Ursel, Entschuldigung. Mann, kannst du den Rettungswagen bitte rufen? Gemini-Geburt, der zweite Zwilling liegt quer, Armvorfall. Ja. Psst. Kannst du mir das Vakuum bitte mischen? Die Herztöne sind okay. Gib mir deinen Arm, sicher. Den Arm? Genau. Ganz ruhig, ganz ruhig. Dein Herz wird jetzt ein bisschen anfangen zu rasen. Nicht erschrecken, es ist ein Venen. Ich spritze dir ein Venen, okay? Sicher, wir spritzen dir noch mal ein Wehen hin, okay? Versuch nicht zu pressen. Wir sind gleich im Krankenhaus. Schau mich an. So, beide Hände. Sie wird noch operiert. Dem Mädchen geht's gut. Und der Junge? Ich weiß es nicht. Das war doch alles organisiert. Die war zu Hause. Warum ist jetzt Sesha nicht zu mir gekommen?
bin die Schwiegermutter. Mein Sohn ist auf Geschäftsreise. Die Mutter ist außer Gefahr. Und der Junge? Sie können jetzt zu ihr. Kommen Sie. Kurt, kannst du bitte kommen? Es ist was passiert. Also das ging alles so schnell. Nur 3 Presswehen vor dem ersten Kind, dann kam sofort das zweite. Aber sie hat immer mit dem Doktor überprüft. Das ist ein kleines Handgerät zur Überprüfung der Herzfrequenz. Hat Ihnen denn Frau Hartl am Telefon gesagt, worum es geht? Nein, sie hat nur gesagt, ich soll sofort kommen. Sie haben auch nicht gefragt, warum. Ich weise Sie darauf hin, dass Sie das Recht haben zu schweigen, wenn Sie sich durch Ihre Aussage selbst einer Straftat bezichtigen müssten. Nein, ich habe nicht gefragt. Wir kennen uns so gut. Wenn sie mich braucht, komme ich. Aber wenn Sie gewusst hätten, worum es geht, hätten Sie ihr dann geraten, anders zu handeln? Ja, vielleicht. Also, wenn Sie hätten, Frau Vorsitzende, solche Fragen kann meine Zeugin nicht beantworten. Emma ist die beste Hebamme, die ich kenne. Sie schaut eine Frau an, untersucht sie und weiß, wie die Geburt verlaufen wird. Ja, Frau Luckmann. Kolleginnen haben uns Frauen geschickt, weil sie ihnen zu schwierig waren. Emma hat sie immer genommen. Schwierige Frauen gibt es für Frau sie nicht. Frau Luckmann. Und dass sie sich hier verteidigen muss, das ist doch eine Schande. Ja, Frau Luckmann. Damit entschuldigen Sie uns alle. Frau Luckmann, bitte. Zügeln Sie Ihre Äußerungen. Ich will doch nur sagen, irgendwann verlieren wir das Wissen über die natürliche Geburt. Und die Müttersterblichkeit wird wieder steigen. So wie in Kalifornien, wo es fast nur noch Kaiserschnitte gibt. Genau, eine Hexenjagd ist da. Ich rufe Sie zur Ordnung. Es geht hier nicht um irgendwelche Ideologien, die Sie hier vertreten, sondern um das Recht auch eines Neugeborenen auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Bitte, Herr Dr. Scherer. Laut Gutachten war der Junge gesund. Es gab keinen Hinweis auf andere Ursachen für die Schädigung. Sie sagen, Frau Hartl trifft keine Schuld. Wen trifft sie dann? Das weiß ich nicht. Ja, die Sanitäter wurden bereits genannt. Vielleicht der Verkehr, eine rote Ampel oder der operierende Gynäkologe. Hat der vielleicht zu lange gebraucht, die Handschuhe anzuziehen? Das ist nicht lustig, Herr Kollege. Ganz genau, es ist nicht lustig. Es geht nämlich um ein Kind, das bei rechtzeitiger Einlieferung eine Chance auf ein völlig normales Leben gehabt hätte. Wie sein Leben verlaufen wäre, das weiß nur der liebe Gott. Frau Kollegin, ich muss jetzt das jetzt wirklich einmal fragen. Haben Sie Kinder? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Sie haben keine. Denn dann könnten Sie das Leid dieser Eltern vielleicht einmal nachempfinden. Ihre Mandantin hat die Mutter trotz Zwillingsgeburt weder aufgefordert, ins Krankenhaus zu fahren, noch hat sie sie sofort in die Klinik gebracht. Dieses Verhalten war unverantwortlich. Und nur deswegen wird ein schwerstbehindertes Kind nie sprechen, nie gehen und nie lachen können. Warte bitte draußen. Wie geht's ihr? Muss erst noch mit dem Gynäkologen sprechen. Ja, da komme ich mit. Nein, Sie. Das mache ich alleine. Dann kann ich zu Sesha gehen, so lange. Sie will jetzt keinen Besuch.
Vielleicht am Nachmittag. Wir rufen dich an, Emma. Emma. Was ist passiert? Sicher, ich muss das wissen. Bitte. Sicher, ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Hat sie dich abgeholt? Hat sie dich überredet? Nein. Ich habe sie angerufen. Ich bin hingefahren. Das hast du nicht. Doch. Ich wollte zu ihr. Ich habe doch nicht gewusst. Das ist nicht wahr. Du willst sie beschützen. Warum hast du mich nicht angerufen? Warum? Wo ist mein Junge? Auf der Intensivstation. Ist er wieder gesund? Ich weiß es nicht. Warum haben Sie sie denn dann nicht dokumentiert? Wenigstens im Anschluss. Das war eine völlig überstürzte Geburt. Wir haben das Mädchen versorgt. Dann kamen schon die nächsten Presswehen. Sesha hat hyperventiliert und dann wurde sie auch schon verlegt. Aber die Herzfrequenz war gut. Die war über 100. Ach, die Herzfrequenz war gut? Ja. Das wollen wir Ihnen jetzt mal glauben. Wie lang war die denn gut? Bis der Rettungswagen eintraf. Also haben Sie da noch mal kontrolliert? Nein, dazu war ja da gar keine Zeit. Wie wollen Sie das denn dann wissen? Können Sie in den Bauch hineinschauen oder was? Bei Zwillingen sind Herztöne mit dem Doktoren sehr schwer zu messen. Ja. Gerade bei einer Querlage und in einer Notfallsituation. Warum haben Sie denn kein CTG gemacht? War dafür auch etwa keine Zeit? Nein, ich war völlig überrumpelt. Nee, das nehme ich Ihnen nicht ab. Bei Ihrer Erfahrung, nein. Sie haben sich mal wieder überschätzt. Vielleicht haben Sie auch ans Geld gedacht. Nein, Sesha hat mich zu dieser Geburt gezwungen. Ich wollte dich nicht entbinden, Sesha, das weißt du. Warum sagst du das nicht? Wovor hast du denn Angst? Frau Hasel. Wir stellen die Fragen. Ich entbinde keine Zwillinge. Ich hab das mehrfach gesagt. Und dann hat sie mich plötzlich mitten in der Nacht angerufen. Ich habe ihr sofort am Telefon gesagt, dass sie den Rettungswagen rufen soll. Ja, aber Sie hätten den Rettungswagen rufen müssen. Ja. Sie hätten das machen müssen. Hören Sie, das ging wahnsinnig schnell alles. Es war mitten in der Nacht. Sie ruft mich an, sie war schon auf dem Weg ins Geburtshaus. Ich bin sofort losgefahren. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das so wahnsinnig schnell geht. Du hast es doch gewusst, Sesha. Ja, okay. Nein, da gebe ich Ihnen recht. Sie haben mehrfach auch öffentlich betont, dass Mehrlinge und Kinder in Beckenendlage nicht in Geburtshäusern entbunden werden sollen. Nein, ich mach das auch nicht. Aber Sie hatten Kinder in Beckenendlage. Steht sogar auf Ihrer Homepage. Ignorieren Sie also Ihre eigenen Warnungen. Das waren alles Notfälle und wir sind jedes Mal rechtzeitig noch ins Krankenhaus gekommen. Ach, rechtzeitig? Und was wäre passiert, wenn Sie nicht rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen wären? Das ist aber nicht passiert. Keine weiteren Fragen. Frau Vorsitzende, ich möchte darauf hinweisen, dass meine Mandantin noch nie ein Kind verloren oder eine Behinderung verursacht hat. Diese Fragen sind also demnach überhaupt nicht relevant. Da muss ich Sie korrigieren, Frau Kollegin. Darf ich? Ja, bitte. Sabine Orner, sie hat vor 3 Jahren einen Sohn bei Frau Hartl entbunden. Er war bereits übertragen, hatte zu wenig Fruchtwasser. Die Frau wurde nicht ins Krankenhaus gebracht. Nach 15 Stunden wurde das Kind tot geboren. Der Arzt hat bestätigt, dass es ein natürlicher Tod war. Das können Sie in allen Unterlagen nachlesen. Ja, das war natürlich positiv. Positiv. Für Sie. Aber die Mutter hatte bei der ersten Geburt einen Zervixriss, was wieder hätte passieren können. Sie wäre möglicherweise verblutet. Sie wussten davon.
Haben Sie das auch ignoriert? Gut, die Frau wurde im Geburtshaus getröstet mit den Worten, es seien wahrscheinlich Keime oder ein genetischer Defekt. Oder zu viel Müsli. Sagen Sie, was werfen Sie mir denn hier alles vor? Müsli. Ich habe Leinsamen kann die Gebärmutter reizen. Vielleicht habe ich Sie gefragt, ob sie Leinsamen gegessen hat. Was werfen Sie mir denn hier eigentlich alles vor? Sie stellen mich hier hin wie eine Kindsmörderin. Frau Hartl, bitte beruhigen Sie sich. Diese Fälle müssen zur Sprache kommen, damit das Gericht beurteilen kann, wie Sie Gefahren grundsätzlich einschätzen. Sag was, Sisha. Frau Hartl, verstehen Sie das? Sisha, du musst was sagen. Frau Hartl. Sag was. Sie dürfen sich nicht so provozieren lassen. Die wollen, dass Sie die Nerven verlieren, dass Sie als labile Persönlichkeit dastehen. Das dürfen Sie doch nicht zulassen. Haben Sie das verstanden? Das hat alles keinen Sinn mehr. Ist vorbei. Ist vorbei. Vorbei ist es, wenn die Richterin ihr Urteil spricht. Also reißen Sie sich zusammen. Bitte. Halten wohl die ganze Nacht bei den kleinen Kindern wach. Wenn die Kinder schlafen ein, wachen auf die Sterne. Das ist ein irreparabler Hirnschaden. Sie hätte unbedingt im Krankenhaus entbinden müssen. Ja, aber ich konnte sie ja nicht... Bei allem Respekt vor ihrem Beruf, aber... Sehen Sie sich das Kind an. Unverantwortlich ist das. Ich habe ihr gesagt, dass ich das nicht mache und dann... Ja, du warst überrumpelt. Du hattest doch gar keine Zeit zum Nachdenken. Ja, die ruft mich mitten in der Nacht an. Ich habe mich sofort angezogen. Ja, ich bin losgefahren intuitiv. Und dann... Ich kenne das doch, wenn nachts ein Anruf kommt. Du, das war ihre Verantwortung, nicht deine. Beruhig dich doch. Komm, ja. Ganz ruhig. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm. Kinder sind doch Kämpfer. Und du hast so vielen Frauen zu schönen Geburten verholfen. Dir kann keiner was vorwerfen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis hier irgendwann was schief geht. Du hast ihr bestimmt unbewusst signalisiert, wenn du dann doch kommst, werden wir sehen. Anja. Es ist immer ein, naja, ich kann's ja doch. Hör auf, das reicht. Was ist, wenn sie dich verklagen? Dann können wir ihr zusperren, dann kommt kein Mensch mehr zu uns. Hör dir das nicht an, Emma. Das hättest du dir wirklich sparen können. Das ist traurig, ja. Aber es ist auch Schicksal. Ich bin nicht versichert. Ich habe dieses Quartal ausgesetzt. Das ist das erste Mal. Du musst unsere Verbandsanwältin anrufen, sofort.
Ja, hier ist Emma Hartl. Ich hätte gerne Rechtsanwältin Dr. Will gesprochen, bitte. Tisha? Bitte, zieh dich an. Du musst nicht aussagen, aber es wäre besser, wenn du dabei bist. Ich kann heute nicht. Hast du deine Tabletten genommen? Soll ich Dr. Gruber anrufen? Tisha, wir müssen das einfach hinter uns bringen. Wir müssen ja irgendwie weiterleben, du und ich und die Kinder. Nur heute, Peter. Bitte, lass mich hier. Es steht fest, dass Ihre Frau Emma Hartl in dieser Nacht angerufen hat. Warum hat sie das Ihrer Meinung nach getan? Sie hat sich Sorgen gemacht. Brauchte Unterstützung, ich war nicht da. Und Frau Hartl hatte großen Einfluss auf meine Frau. Nach der Geburt unserer zweiten Tochter war sie fast täglich bei uns. Daraus hat sich eine starke Bindung entwickelt. Über das Verhältnis Patientin-Hebamme hinaus? Das war an der Grenze, ja. Und dann ist doch normal, dass sie ihre Hebamme anruft. Ja, aber dass meine Frau dann selbst ins Geburtshaus gefahren ist, das war bestimmt nicht ihr eigener Entschluss. Wir hatten einen Termin in der Klinik, es war alles vorbereitet. Also warum sollte Sesha plötzlich so vehement auf einer Geburt im Geburtshaus bestehen? Ihre Frau verweigert ja die Aussage. Über den tatsächlichen Inhalt dieses Gesprächs sollten wir also nicht spekulieren. Das Telefonat ist überhaupt nicht entscheidend. Frau Hartl hätte auf keinen Fall zulassen dürfen, dass Sesha ins Geburtshaus fährt. Wissen Sie, wie es da aussah? Ich habe die Sanitäter gefragt. Nur das kleine Ärmchen von meinem Sohn hat rausgeschaut. Meine Frau in Panik, voller Blut. Ihr jetzt eine Mitschuld anhängen zu wollen, das ist infam. Bei einer Geburt fließt Blut, das ist völlig normal. Bis zu 15% der Blutmenge. Was hat das mit dem Fall zu tun? Meine Frau ist seitdem in psychologischer Behandlung und dieser Prozess wird meinen Sohn nicht wieder gesund machen. Aber wenigstens soll diese Frau nicht mehr als Hebamme arbeiten dürfen. Ich habe sie am Tag danach in der Klinik getroffen. Sie hat sich nur nach der Mutter erkundigt. Das Schicksal des Jungen hat sie nicht interessiert. Sag mal, was redest du denn da? Du hast mich nicht zu ihr gelassen. Ich bin sofort zu Nunjo gegangen. Frag Sesha, die kann das bezeugen. Nein, aber was sagt denn dieser Mann? Beruhigen Sie sich. Überlegen Sie, was Sie sagen. Peter, das kann Folgen haben. Bleib stehen. Bleib stehen, Mann, und guck mich an! Frau Hartl! Emma! Reicht dir das nicht, was du angerichtet hast? Du hast eine ganze Familie ins Unglück gestürzt. Also hör auf mit den Lügen! Ganz ruhig hier, komm. Verschwinden Sie auch damit. Ganz ruhig jetzt, ja? Wir gehen jetzt hier ganz ruhig raus, ja? Einmal durchatmen, komm. Ist der Fotograf weg? Ja, der ist weg. Das hat doch keinen Sinn. Das ist schwer für ihn, das musst du auch verstehen. Was muss ich verstehen? Dass ich schuld bin? Emma, bitte. Wie, du denkst das also auch, ja? Hör auf, Emma. Dann sag's mir ins Gesicht. Sag mir, du hast dieses Kind auf dem Gewissen. Du bist schuld, dann sag's mir. Nein, das sag ich nicht, aber ich verstehe die. Ich hätte dich niemals fahren lassen, wenn ich da gewesen wäre. Ja, aber du bist nicht da gewesen, weil ich ein schlechter Mensch bin, ja? Weil ich mich nicht kümmere. Und deshalb geschieht's mir ganz recht, dass ich jetzt dafür bezahlen muss. Das ist doch das, was du meinst, oder? Nein, das meine ich nicht. Aber ich weiß bis heute nicht, warum du in dieser Nacht so reagiert hast.
Und ich bin froh darum, dass unsere Tochter das heute nicht mit anhören musste. Und ich mache mir Sorgen um unsere Zukunft. Das steht doch auch auf dem Spiel, was ich mir aufgebaut habe. Es geht nicht immer nur um dich. Hallo, Papa. Hallo. Ich habe uns was zu essen gemacht. Kochst immer noch so gut, Papa. Danke. Dein Lieblingsnachtisch. Ach, Grießbrei. Danke. Meinst du, Mama wird morgen verurteilt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Findest du es gerecht? Die Frau muss ihre Aussage bestätigen. Das könnte das Gericht noch positiv beeinflussen. Das wird sie nicht tun. Jetzt nicht mehr. Glauben Sie mir wenigstens? Was ich glaube, ist völlig unerheblich. Wichtig ist nur, was das Gericht glaubt. Wir könnten Ordnungshaft beantragen. Zwischen einem Tag und 6 Wochen, bei Beugehaft ca. bis zu 6 Monaten. Normalerweise reden Zeugen dann sehr schnell. Aber 6 Monate Gefängnis. Sie hat kleine Kinder, sie ist labil. Das muss erst ein Gutachter bestätigen. Aber so würden wir Zeit gewinnen. Frau Hartl, ich glaube nicht mehr an einen Freispruch. Und nach diesem Urteil kommen Sie nicht wieder auf die Beine. Okay. Gut. Dann bereite ich den Antrag vor. Was ist denn, Mama? Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Donnerstag, 17.09.2015.
11.13 Uhr. Ich bin Sabine. Rufst mich zurück? Danke. Donnerstag, 17.09.2015, 13.18 Uhr. Hallo Emma, hier ist Andrea. Du, was ich dir noch sagen wollte. Wieso antwortet sie denn nicht? Ich verstehe das nicht. Du, die haben zwei Babys. Die müssen sicher oft ins Krankenhaus. Ja, aber ich möchte doch wissen, wie es ihm geht. Ich meine, wir müssen doch reden miteinander. Wird sich bei dir melden, wenn sie bereit dazu ist. Die Zeit musst du ihr schon geben. Ja, du weißt doch, was Journalisten schreiben. Ja, aber wer hat denen das gesagt? Keine Ahnung. Die Klinik oder Peter, Sascha, Doris. Du glaubst, die rufen bei der Zeitung an? Sascha, mach bitte auf, ich bin's. Sascha? Kann ich reinkommen? Wie geht's dir? Ich habe viel zu tun. Ich habe dich oft angerufen. Du wolltest nicht mit mir sprechen? Kannst du mir sagen, warum? Ich muss viel nachdenken. Bist du alleine? Peter hat noch eine Haushälterin engagiert. Ich fahre ja oft zu Nuno. Ich habe ja noch die Kleine. Die Größeren sind eifersüchtig, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Manchmal, da bringe ich sie nicht ins Bett und dann schreien sie. Das kennst du ja. Wie geht's ihm? Julio? Ja. Der ist schon zugenommen. Ich bringe ihm meine Milch. Die bekommt er durch die Magensonde. Er hat das Legen sehr gut vertragen. Er ist wirklich tapfer. Wo ist er denn jetzt? Im Krankenhaus. Er hatte Blutungen. Er hat jetzt einen Shunt. Die Gehirnflüssigkeit, die fließt jetzt ab. Und der Kopf, der wird wieder kleiner werden. Und wenn er älter ist, dann sieht man das gar nicht mehr so stark. Willst du Charlene sehen? Sie ist so brav. Sie trinkt und schläft. Manchmal muss ich sie aufwecken zum Stillen. Ich habe meiner Mutter geschrieben, sie kommt uns vielleicht besuchen. Hast du ihr gesagt, dass... Nein. Wozu? Ich bin froh, dass es ihn gibt. Dass er lebt. Kann er mir irgendwann verzeihen? Du bist nicht schuld, Sascha. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich hätte das nicht zulassen dürfen. Ich denke wieder und wieder darüber nach, wie... Sascha? Kira, komm, wir müssen Termine abholen. Aber ich will noch mit Emma spielen. Emma hat jetzt keine Zeit, komm. Ein andermal, okay. Mama? Komm, geh zur Oma. Ich bleib nur bei Charlene, ich komm gleich.
Kann ich was für dich tun? Ich ruf dich an. Tschüss, kleine Maus. Tschüss, Emma. Auf Wiedersehen. Mit meiner Frau besprechen. Sag mal, was glaubst du, was sie sagen wird? Ja, ja, wir verklagen Emma. Sie ist doch gar nicht in der Lage dazu. Siehst du nicht, in was für einem Zustand sie ist? Diese Entscheidung musst du ihr abnehmen. Peter, dein Sohn braucht unsere Hilfe. Er wird sie immer brauchen. Sein Leben lang, und das ist teuer. Du hast noch drei andere Kinder, die musst du auch versorgen. Ich bin irgendwann nicht mehr da. Den Antrag vor dem Plädoyer stellen. Das heißt, ich werde Sie nochmal in den Zeugenstand rufen und Sie müssen dort unser Eid wiederholen, dass Frau Hoff Sie kontaktiert hat. Alles klar? Ja. Bitte, gehen Sie durch. Vorsitzende, für die Wahrheitsfindung ist deine Aussage doch noch von großer Wichtigkeit. Deswegen stellt die Verteidigung einen Antrag auf Anordnung der Haft zur Erzwingung des Zeugnisses von Frau Seescher auf. Keine Beuge. Spielt keine Rolle, wie dieses Telefonat abgelaufen ist. Es steht Aussage gegen Aussage. Können Sie sich jetzt einigen? Wir ziehen den Antrag zurück. Gut. Dann kommen wir jetzt zu den Schlussvorträgen, Herr Staatsanwalt. Ich erteile Ihnen das Wort. Hohes Gericht, die Angeklagte wollte Frauen helfen. Sie wollte auch Frau Hauff helfen. Die Behinderung des Kindes wollte sie sicherlich nicht. Aber sie hätte wissen müssen, was passieren kann. Dazu hat sie lange genug als Hebamme gearbeitet. Sie hätte die Gebärende ins Krankenhaus schicken. Oder spätestens beim Eintreffen im Geburtshaus den Notarzt alarmieren müssen, anstatt eigenmächtig und regelwidrig die Geburt zu beginnen. Dieses eindeutige Fehlverhalten hat die geburtsassoziierte Behinderung des Kindes verursacht. Ich fordere daher eine einjährige Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf 2 Jahre zur Bewährung, sowie ein Schmerzensgeld in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Bitte, Herr Dr. Schäfer. Wer ist schuld am Schicksal dieses Kindes? Nunjos Eltern brauchen eine Antwort auf diese Frage, damit sie mit ihrer Trauer weiterleben können. War es Zufall, Fügung? Nein. Sie haben das Leid des Kindes durch grobe Fahrlässigkeit verschuldet. Sie haben sich überschätzt und waren in der komplizierten Situation überfordert. Ich fordere 1 Jahr Freiheitsentzug mit 3 Jahren Bewährung, gekoppelt an ein lebenslanges Berufsverbot. Außerdem muss die Angeklagte lebenslang für alle Kosten aufkommen, die aus der Behinderung entstehen. Danke. Frau Dr. Will. Hohes Gericht. Kann eine Hebamme, deren wichtigstes Ziel es immer war, auf die Bedürfnisse von Frauen einzugehen, dafür verurteilt werden, wenn sie genau das tut? Meine Mandantin hat nur den Willen der werdenden Mutter erfüllt, nämlich auf Hightech und ärztliche Hilfe zu verzichten.
Die Gebärende wollte nicht ins Krankenhaus, das hat sie mehrfach betont. Und dies musste Frau Hartl akzeptieren. Hätte sie die werdende Mutter im Stich lassen sollen? Es gibt keine sichere Geburt. Medikamente und Technik sind eine Illusion. Und es darf nicht sein, dass freie Hebammen rechtliche Konsequenzen fürchten müssen, wenn sie außerhalb dieser Illusion arbeiten. Ich fordere Freispruch. Die Klage muss schon deswegen abgewiesen werden, weil das durch das Grundgesetz garantierte Recht, frei über den Ort der Geburt entscheiden zu können, über den Normen des Strafrechts steht und eine Verurteilung meiner Mandantin diesem Umstand nicht gerecht werden würde. Danke. Als Angeklagte haben Sie das letzte Wort. Möchten Sie etwas sagen? Ich habe das Geburtshaus damals gegen viele Widerstände gegründet. Ich wollte, dass Frauen gut ihre Kinder kriegen. Weil ich glaube, dass es nicht egal ist, wie man geboren wird. Es ist schrecklich, was mit Nuño passiert ist. Ich bin meinem Impuls gefolgt. Das ist ein Automatismus, der wichtig ist, besonders in Grenzsituationen. Hier war nicht richtig. Ich hätte den Rettungswagen rufen müssen, das werfe ich mir vor. Ich entschuldige mich bei der Familie. Und ich entschuldige mich vor allem bei dir, Sesha. Trotzdem hoffe ich, dass Frauen weiterhin frei entscheiden dürfen, wie und wo ihre Kinder zur Welt kommen. Dass sie ihre Kraft spüren, die in einer selbstbestimmten Geburt liegt. Ich möchte Sie darauf hinweisen, es geht hier nicht um einen Glaubenskrieg, Klinikgeburt gegen Praxisgeburt, sondern allein darum, ob in diesem einen Fall kausale Fehler stattgefunden haben. Fehler, die zur Behinderung des Kindes der Nebenkläger geführt haben. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Ich habe Angst gehabt. Schreckliche Angst, dass die mich aufschneiden in der Klinik. Ich habe immer angerufen und ihr gesagt, dass ich jetzt losfahre. Ich war mir sicher, ich schaffe die Geburt. Es war meine Verantwortung. Emma hatte keine Wahl. Damit muss ich als Mutter fertig werden. Emma trifft keine Schuld. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird freigesprochen. Bitte setzen Sie sich. Zu den Gründen. Sie hat in einer Notlage gehandelt. Die Klägerin selbst hat die Geburt im Geburtshaus forciert. Auch wenn dem Gericht und der Angeklagten bewusst ist, dass sie grobe Fehler gemacht hat, ist diese Entscheidung der Angeklagten strafrechtlich nicht zuzurechnen. Die Klage wird daher abgewiesen. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse. Verabschiede mich. Danke. Wiedersehen. Danke Ihnen. Wiedersehen. Alles Liebe. Ich danke dir, dass du da warst. Ja, klar. Wie fühlen Sie sich? Kann man sich darüber freuen? Werden Sie das Kind einmal besuchen? Was soll denn das? Thank you.
Wenn du jetzt nicht kommst, Mama, dann fahr ich wieder. Jetzt gehen wir zu uns. Ja. Kurt hat was vorbereitet. Wenn du verloren hättest, hätten wir wenigstens die nächsten Tage noch was zu essen gehabt.